meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boxfans all over the world. Willkommen zum Hauptkampf des heutigen Abends. It's time for the main fight for tonight's evening. The vacant WBA International Heavyweight Title. Es geht um den vakanten WBA internationalen Titel im Schwergewicht. Und ich rufe in den Ring den Kämpfer in der blauen Ecke. I call to the ring the fighter in the blue corner from Nigeria. Onoyode Godzilla Eshwarime. Godzilla Eshwarime. Und nun zu seinem Gegner. I call to the ring, the boxer in the red corner, der Boxer in der roten Ecke. Herzlich willkommen heute Abend hier in Hamburg. Welcome to Hamburg, starting for Universum Box Promotion from Kazakhstan, Kostanay, Sean Kozlobutsky. Sean Kozlobutsky. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich zu Ehren der Boxers folgen die Nationalhymnen. Please stand up for the national anthems and we start with the national anthem from Nigeria. Nationalhymne Kasachstans. Herzlichen Dank. Thank you very much. Willkommen zu den Offiziellen dieses Hauptkampfes am heutigen Abend. The Officials. WBA Official, Mr. Thomas Pütz. WDB Official, Beate Pürske. Promoter, Ismail Özen Otto. Die Erste, the Doctors in Charge of the Ring, Dr. Ole Dankwart und Sven Halladin.
Die Punktrichter, the judges. From Germany, Marco Morales, René Fiebig, Ringo Barabbas. And the man in the ring, the referee. From Germany, Oliver Breen. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, and now it's time for the boxers. Wir starten mit dem Boxer in der blauen Ecke, der Boxer in the blue corner. Is 33 years old, 2 meter and 1 centimeter, 107 kilograms. 33 Jahre, 2 meter und 1, 107 kilogramm brachte gestern auf die Waage. The Fight Stats, seine Kampfbilanz, 19 Kämpfe, 18 Siege, 17 davon durch Knockout. 19 fights, 18 wins, 17 by the way of knockouts. He's former WBF Interconti Heavyweight Champion. Er ist aktuell WBF Interconti Meister im Schwergewicht. Tritt an für das Gym. He started for the Gym Southwest Florida. In his corner, a legend, eine Legende, Kevin Johnson, the Kingpin. He was fighting against Vitaly Klitschko, Derek Chisora, Pablo Hernandez, Tyson Fury. Ladies and gentlemen, welcome to Hamburg, Kevin Johnson. And now from Warri, Nigeria, welcome Onoriode Godzilla Eshwarime. Und wir kommen zu dem Kämpfer in der roten Ecke, the boxer in the red corner. 32 Jahre alt, 1,91 Meter groß, 105,5 Kilogramm schwer. 32 years, 1,91 Meter, 105,5 Kilogramm, the fight stats. 14 fights, 14 wins, 13 by the way of knockouts. 14 Kämpfe, 14 Siege, 13 davon durch K.O. The K.O. Machine. Er ist aktuell IBO Interconti Meister im Schwergewicht. He's former IBO Intercontinental Champion in Heavyweight. Er tritt an für das Gym Sal in Kasachstan. He started for the Gym Sal in Kasachstan. His coach in the corner, Sergei Kozobutski. And also in the corner, Vitaly Zayabet. Ladies and gentlemen, from Kostanai and starting for Universal Box Promotion from Kasachstan. Kozobutski. Der Kampf ist angesetzt auf 12 Runden, 12 Rounds of Boxing. The boxers to the center. Gentlemen, fight of the rules, attention to my commands, all time, touch last, good luck. Check in. In the corner. Meine Damen und Herren, die Boxer sind bereit. The boxers are ready. So, let the fight begin. Shahan Kozobutski ist eine K.O.-Maschine und entsprechend hoch sind die Erwartungen an den 32-jährigen Kasachen, der schon jetzt Schwierigkeiten hat, einigermaßen vollzeigbare Gegner zu finden. Zu gefürchtet sind seine knallharten Attacken. Einer fürchtet sich nicht, der kommt aus Nigeria und heißt Onoriode Era Wime, Riesenkerl, und wie Kozobutski einer, der über eine enorme Schlagkraft verfügt. Es geht um den WBA International Titel und damit und den Einstieg in die Top 15 der Weltrangliste. Hat natürlich Reichweitenvorteile, der Eva Riemer, Godzilla nennt er sich. Einen Kampf hat er verloren, 2019. K.O. in Runde 1 gegen Rodney Hernandez, so wurde er kalt erwischt. Der Kozobutski, der bearbeitet schon mal die Bauchgegend da von Onoriode Ewarime. Okay.
gute Reflexe von Kosobutski. Lässt das Ganze ja erstmal ruhig angehen. Aber die Dinger, die sitzen, die tun weh. Und die linke zum Kopf, nochmal zum Kopf, die rechte Kombination. Hat er weggesteckt. Eva Riebe. Auf eine klasse Aktion von Kosobutski. Ja, der ist schnell und er hat die Fähigkeit, im Schlag nochmal zu beschleunigen. Ja, aber die Hämmer, die muss man erstmal absorbieren, die muss man einmal verkraften und das hat er hinbekommen, der Eva Riebe. 2,01 Meter, Mister. Also, da hat er schon mal seine Duftmarke gesetzt, der Schan Kosobutski. Und Eva Riebe weiß, was die nächsten Runden da auf ihn zukommt. Ja, Kevin Johnson, wirklich einer, der jahrelang mitgemischt hat in der Weltspitze im Schwergewicht. Kai Petzmann hat es gesagt, große Gegner, große Namen, war kaum zu Boden zu bringen. Der erste, der vorzeitig gegen ihn gewinnen konnte, war Joshua. Ja, man ist nicht zufrieden damit seinem Schützling. Er sagt, Junge, du musst ein bisschen mehr aufpassen, ein bisschen mehr die Deckung intensivieren und vor allen Dingen auch gezielter angreifen. Runde 2, Round 2. Schläge, die er da abfeuert, der Kosobutski. Und der Eva Riebe, der holt halt seine Schläge von weit her mit seinen langen Armen. Und wenn der Kosobutski nah an ihn ransteht, dann verpuffend, da können sie noch so hart geschlagen sein, die Dinger auf halber Strecke. Zu viele Leichte hier, die Deckung, die hängt und dann schlägt es einen am Kopf. Hat er Glück gehabt, dass Kosobutski da nicht voll durchgezogen hat. Also der boxt mir viel zu offen, Eva Riebe. Und da kann man mal 4, da kann man auch mal 5 vertragen am Kopf, aber irgendwann ist man mürbe, wenn er so weitermacht. Steht er da vorne übergebeugt, Deckung unten. Der Kosobutski, der strahlt auch eine Ruhe aus bei allem, was er macht. Jetzt lullt er den Eva Riebe ein bisschen ein. Hat er mal leicht angeboxt. Der stellt sich den Eva Riebe hin.
Ja. Der Boxer zwei, dreimal an und dann zieht er voll durch. Da spürt man ja fast schon den Windzug. Ja, wird ein schweres Ding für den Mann aus Nigeria. Nummer zwei in seinem Land im Schwergewicht hinter dem aufstrebenden Klassemann Efe Ajagba. Er hat 14 Kämpfe, 14 Siege, 11-mal K.O. gewonnen. Hat schon gegen Michael Wallisch in Runde 2 und gegen die türkische Hoffnung Ali Eren Demiresen nach Punkten gewonnen. Efe Ajagba, der Nummer 2. Onoriode Evarime, Profi seit 2010. Da schlug er den Neuseeländer Jacopo, der einzige übrigens, der bislang mit ihm über die Runden kam. Da macht er Pause bis 2013. Seconds out! So richtig anzuboxen. Runde 3, Round 3. Er macht auch viel zu wenig mit seinen Reichweiten, Vorteilen mit seinen langen Armen. Da stupst er ein bisschen rum und schaut also mal die linke Haut. Kurz abgezogen, die linke, Kopf getroffen. Also er steckt da einiges weg, der Mann aus Nigeria. Sie mag in meinen Augen auch etwas zu statisch. Und er variiert gut. Geht mal zum Körper, dann mal wieder zum Kopf. Schöne Rechte zum Kopf und da ist er ein bisschen angewackelt, aber hat sich gehalten. Ist wohl eher gestolpert, aber Kozebutski da durchgekommen. Also Kozebutski bislang noch nicht einmal hart getroffen worden. Hier wieder ganz kurz, nicht voll durchgezogen, aber das glatt und da geht er jetzt. Naja, wieder nicht runter, hält sich da Kozebutski fest. Oh, da klappert es im Gebälk. Aber der verdrängt. Und jetzt ist er unten. Ja, das hat sich abgezeichnet. 6, 7, 8 hat er an den Kopf. Und dann fällt man eben auch entsprechend. Aber er kommt wieder hoch, der Evarime. Mal der Glück, dass die Runde vorbei ist. Sonst 3 nigerianische Weltmeister gab es bislang. Samuel Peter im Schwergewicht, WBC 2008. Der verlor den Titel an Vitali Klitschko. Herbie Hyde, auch im Schwergewicht, WBO-Weltmeister von 1994 bis 1999 mit Unterbrechung. Und dann ein ganz starker Mann, Dick Tiger, 1992.
60 bis 68, WBA und WBC Weltmeister im Mittelgewicht. Runde 4, Round 4. Wurde von der Boxbibel zur Ring zum siebtbesten Mittelgewichter aller Zeiten gekürt. Henry Akinwande, auch WBO Weltmeister, boxte dann allerdings für England und nicht für Nigeria. Der wackelt immer so ein bisschen jetzt. Also gut trainiert ist auf alle Fälle Eva Riemer. Naja, mit solchen Schlägen, da kann natürlich den Kosobutzki ja nicht in Verlegenheit bringen. Kurz abgezogen mit der Linken und da liegt er, da kommt das Handtuch und das war's. K.O. Sobotski hat mal wieder zugeschlagen. Oh, das kommt da dran, schwer auf die Beine. Da muss erstmal Kevin Johnson hier seinem Schützling helfen, in die Ringecke zu nochmal rechts. Und dann diese knallharte Linke da zum Kinn. Klassischer Knockout. 15 Kämpfe, 15 Siege, 14 Mal durch K.O. gewonnen. Zack. So sich jetzt der Schan Kosobutski. Ja, Mann. Kann nur spekulieren, wie es mit ihm weitergeht mit der Urteilsverkündung. Ich sag schon mal Tschüss und freue mich auf den nächsten Kampf von Schan Kosobutski. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Sieger durch Knockout in der vierten Runde nach 1 Minute 31. Winner by the way of knockout in the fourth round after 1 minute and 31 seconds. And the new WBA International Heavyweight Title Holder, Schan Kosobutski! Also, thank you very much to Honor the Order Godzilla. Eshwarime. So, meine Damen und Herren, da mein Kasachisch gerade ein bisschen eingerostet ist, haben wir uns einen Ex-Weltmeister geholt, der übersetzen wird. Wo ist er? Vitali Teibert. Vitali Teibert, hier ist er. Ja, bevor wir jetzt zur Fotosession kommen, machen wir erstmal Interviews, ne? Freunde der Liebe. Gott, es ist, ja, bis, sobald Schwergewicht im Ring ist, habe ich nichts mehr zu sagen. Aber körperlich habe ich natürlich auch nichts entgegenzusetzen. Also wir werden gleich mal hören, wie denn jetzt der Kampf so empfunden wurde und wo es vor allem hier gewesen ist in Hamburg. Er hat nämlich gerade eine Herausforderung bekommen. Ja, das haben Sie nicht mitbekommen, wir haben es hier schon mitbekommen. Denn Kevin Johnson hat gesagt, mein lieber Freund, also der Kerl in der Ecke, der so gut wie alles im Schwergewicht schon geboxt hat, gesagt, mein lieber Freund, im Juni bin ich soweit und dann komme ich und dann boxe ich dich. Ja, ich glaube, viele wollen ihn boxen. So, jetzt ist, so, perfekt, Vitali. Ja gut, die Presse, so ist recht, wunderbar, perfekt. Schan, geh dazwischen ruhig. So, einer war Weltmeister, der andere will Weltmeister werden. Gratulation, Schan, war es der Kampf, den er sich vorgestellt hat? Man hat gemerkt, am Anfang, so die ersten zwei Runden, sah es ein bisschen nach Spielen und nach Abtasten aus. War das genau so gewollt? Но стремился к нокауту всегда. И это произошло. Я рад. Ich habe geplant eigentlich über die Runden, also länger über die Runden zu gehen. Natürlich habe ich versucht, den auszunocken,
Und zum Glück ist es doch gelungen, dann in den Runden auszulocken. Also ich bin sehr happy und glücklich. Ja, es ist Wahnsinn. Ismail Özen Otto hat gerade noch gesagt, er hat in der Kabine wirklich angedeutet, er möchte über die Runden gehen. Naja gut, aber ich meine, es ist die K.O.-Maschine, das muss man sagen. Was uns aufgefallen ist, er hat einen sehr entspannten Gesichtsausdruck, bei jedem Kampf eigentlich. Er sieht sehr glücklich im Ring aus. Das ist zwar eine ganz, ganz ungewöhnliche Frage, aber ist es tatsächlich so, freut er sich in den Ring zu gehen, freut er sich zu kämpfen, weil er strahlt es eigentlich auch gestern beim Wiegen mit jeder Faser seines Körpers aus? Soll ich Ihnen das übersetzen? Ja. Ты просто всегда спокойно выглядишь. И всегда так, ну, уравновешенный. И это как ты, ну, как, ну, почему это все так? Это кажется, на самом деле, я просто маскируюсь. Er sieht so aus, dass er ausgeglichen ist und ruhig ist überall, aber drin ist es nicht. Es ist nur Tarnung, sagt er. Ja, und die Tarnung, ich glaube, wir haben es mitbekommen. Auch ihn möchte ich natürlich danach fragen. So viele Gegner, die wir haben wollten, so viele Gegner, die wir ansetzen wollten. Ich habe gerade schon Tony Yoka genannt. Es ist Wahnsinn, keiner wollte sich stellen. Ist es mittlerweile ein Problem, eigentlich noch einen Gegner zu finden und vor allem jetzt unter die Top 15 zu kommen? Da müssen sich die Gegner ja stellen. Как бы, ну, сейчас тяжело тебе находить соперников. Ну, вообще-то все должны, ну, как, Да, тяжело, на самом деле, найти и спарринг-партнеров, и оппонентов. И... Ну, в общем, я готов выйти с любым, готов, кто изъявит желание. Из топа. Вот Кевин Джонсон тоже хочет следующий бой провести. И еще хочу сказать спасибо команде Универсуму, что организовывает такие мероприятия, уделяет внимание, средства. Спасибо вот промоутеру Исмаилу и всем, всей команде. И, в общем, всем привет, Казахстан, привет. Все это во благо нас, нашей страны и все, кто помогает. Да. Ja. Ja, das ist natürlich schwierig, die Gegner zu finden, ja. Aber er ist, das macht schon, also Universum alles bereit für alles vor. Er ist bereit für alle Gegner. Also er ist für jeden, also in Top der Welt, gegen jeden zu boxen, jederzeit. Er ist nochmal, wollte sich nochmal bedanken, auch für das Publikum, für Ismail, dass er das Ganze und sein Team und mein Team, dass wir das zusammen hinbekommen, dass wir zusammen arbeiten und dass wir alle auch Gegner besorgen. Und ich hoffe, das wird bald also meine Weltmeisterschaftskampf boxen. Ich bin jederzeit bereit. Und schöne Grüße an Kasachstan und an alle Menschen. Wunderbar, es wäre normalerweise das perfekte Schlusswort, wäre da nicht Kevin Johnson, der im Ring steht. Ich meine ganz ehrlich, ein Mensch, der so ziemlich jeden geboxt hat im Schwergewicht, über die Runden gegangen ist als einer der wenigen mit Vitali Klitschko. So Kevin, you told us you want to fight in June against against Chan. That'll be the easiest fight this year. For you or for Chan? Very easy for me. He has no power. He can't box better than me. And I'm a force. I would stop him in 5 rounds, I guarantee. I donate my fight money to charity, but I guarantee I'll stop him in 5. Okay, alles klar. Also er sagt gerade, es könnte der einfachste Kampf werden für ihn dieses Jahr überhaupt. Er stoppt ihn in der 5. Runde. Er wird ihn auf jeden Fall K.O. schlagen. Das sind große Worte, aber so kennen wir das natürlich. Ja? Das ist Florida Live und dementsprechend, wir werden sehen, was passiert. Ismail, wäre das denkbar? Er muss mir das erstmal in Reihe stellen. Da haben wir noch José noch da. Der ist noch schon jetzt Top 15 und da muss man in Reihe stellen, aber da ist bereits schon José. Wenn er bereit ist, sofort gehen José. Okay, alles klar. So, that's perfect. José Laduet, he's under the first 15 fighters in heavyweight, so he's going to wait for you. First him, then him. Let's go. Okay, work. Okay. Alles klar. Wenn das jetzt tatsächlich ein Handshake-Agreement gewesen ist, dann werden wir Kevin Johnson, eine lebende Legende im Bereich der Schwergewichtsboxer, gegen unseren José Laduet boxen sehen. José ist heute Abend hier, wird vielleicht ein Feiertag werden. José ist glaube ich, gerade draußen. Aber wie gesagt, liebe Zuschauer, ja, José, komm mal ganz kurz rein, aber normalerweise ist das eigentlich das perfekte Ende. José, komm doch mal rein. José Laduet, La Pantera Negra, komm einfach rein. So, jetzt stellen wir die beiden gegenüber und vielleicht sind Sie es, liebe Zuschauer, die bei Bild Plus einen spektakulären Kampfabend sehen werden mit diesen beiden Jungs gegeneinander. Stare down, come on guys, have a stare down for the audience at home and hopefully see you in May or in June. Now, this would be a great fight, Cuba against USA. Meine Damen und Herren, wünsche Ihnen einen schönen Abend.
einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und vor allem freuen Sie sich auf den nächsten Boxabend. Wir freuen uns drauf. Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön an Bild Plus. Ciao.